Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema totales Differential. Das Thema klingt dabei recht neu, wie etwas, das wir noch nicht kennen, ist aber eigentlich etwas, was wir aus dem Eindimensionalen auch schon kennen, nämlich es geht darum, dass wir eine Funktion mit Hilfe ihrer ersten Ableitung approximieren können. Ja, die erste Ableitung im Eindimensionalen war ja nichts anderes als die Steigung der Funktion an einem bestimmten Punkt, und in einer Nachbarschaft um diesen Punkt drumherum konnten wir die Funktion durch eine lineare Funktion approximieren, was die Interpretation häufig einfacher macht. Und dasselbe funktioniert im Prinzip auch im zweidimensionalen oder allgemein im höherdimensionalen, dass wir eine Funktion durch eine lineare Funktion dann eben in mehreren Variablen approximieren können. Und das ist das, worum es beim Thema totales Differential geht. Die partiellen Ableitungen erster Ordnung für eine Funktion mit mehreren Variablen, mit mehreren Argumenten, haben wir dabei in früheren Videos schon kennengelernt. Ich rufe das hier nur noch einmal kurz in Erinnerung. Wie hat das funktioniert? Man hat sich einfach die Ableitung nach jeder einzelnen Variablen angeschaut und dabei immer die anderen Variablen als Konstante behandelt. Bei einer Funktion mit zwei Variablen heißt es also die partielle Ableitung nach x1, kurz geschrieben als f'1 oder df dx1, ist die Ableitung, wobei nur x1 wie eine Variable behandelt wird und x2 wie eine Konstante. Umgekehrt, die partielle Ableitung nach x2 behandelt x1 wie eine Konstante. Und den Zeilenvektor f' von x, bestehend aus den beiden partiellen Ableitungen, den nennen wir dann die Ableitung oder die erste Ableitung der Funktion f an der Stelle x. Und die benutzen wir nun als Approximation für die Funktion selber, zumindest in der Nähe dieses Punktes x, an dem wir die Ableitung bilden. Als Beispiel schauen wir uns dafür folgende Funktion an. F von x1 und x2 gleich die Wurzel aus x1 mal x2. Ich schreibe das hier unten schon gleich nochmal hin. Kann das Ganze auch schreiben als x1 hoch 0,5 mal x2 hoch 0,5. Warum geht das? Die Wurzel kann ich auch aufteilen. Aus der Wurzel von x1 und x2 kann ich machen die Wurzel aus x1 mal die Wurzel aus x2, und die Wurzel können wir auch schreiben als hoch 0,5. Wir sehen also, dass diese Funktion, die wir da hingeschrieben haben, vom Typ her eine Cobb-Douglas-Funktion ist. Cobb-Douglas hieß, wir haben irgendeine Konstante mal x1 hoch irgendwas mal x2 hoch irgendwas. Das haben wir also hier vorliegen. Und die Stelle, an der wir uns momentan befinden, ist die Stelle 2, 1, wo also x1 gleich 2 und x2 gleich 1 ist. Und dann wollen wir uns anschauen, wie verändert sich die Funktion, wenn ich jetzt sowohl das Argument x1 als auch das Argument x2 um eine gewisse Differenz verändere. Dafür schreiben wir hier auch dx1 bzw. dx2. Und beide setzen wir auf eine Einheit. Und dann können wir uns fragen, wie verändert sich dadurch der Funktionswert, wenn wir das exakt ausrechnen? Und wie kann diese Veränderung durch die partiellen Ableitungen approximiert werden? Weil eben diese Interpretation als lineare Funktion in der Nachbarschaft dieser Stelle 2, 1, an der wir uns befinden, häufig praktisch und nützlich ist. Schauen wir das also der Reihe nach hier einmal an. Machen wir zunächst mal den Funktionswert selber. Also starten tun wir an der Stelle f2, 1. Da haben wir also die Wurzel aus 2 mal 1, das ist also die Wurzel aus 2. Und dann gehen wir zu der Stelle 2 plus eine Einheit, also 3, und 1 plus eine Einheit, also 2, haben beide um diese Differenz dx1 bzw. dx2 erhöht. Und dann haben wir die Wurzel aus 3 mal 2, und das ist dann die Wurzel aus 6. Und die Veränderung im Funktionswert ist dann die Differenz zwischen diesen beiden. Ich klicke mich mal hier durch die Folien, da haben wir das dann genau stehen. Ja, für diese Differenz schreibt man auch häufig ein Delta, also Delta F ist dann hier die Differenz zwischen F an der Stelle 3, 2 und F an der Stelle 2, 1, und das ist die Wurzel 6
minus Wurzel 2. Und wenn man das in den Taschenrechner eintippt und ausrechnet, kommt man auf 1,035 irgendwas. Also habe hier mal auf 3 Nachkommastellen gerundet. Und die Frage ist jetzt, wie können wir diese exakte Veränderung approximieren, indem wir uns die Ableitung anschauen. Und dafür bilden wir zunächst mal die partiellen Ableitungen. Ja, ich hatte schon vorher gesagt, wir können die Funktion schreiben als x1 hoch 0,5 mal x2 hoch 0,5. Das hilft uns jetzt beim Bilden der partiellen Ableitungen. Und dann mache ich das einmal für die partielle Ableitung nach x1. Da behandeln wir also x2 wie eine Konstante. Das heißt, x2 hoch 0,5 lassen wir einfach stehen. Ja, ist fix, hängt nicht von x1 ab. Und x1 hoch 0,5 abgeleitet ist 0,5 mal x1 hoch 0,5 minus 1 hoch minus 0,5. Und das können wir dann auch umschreiben. 0,5 ist 1/2. Und die beiden können wir dann wieder zusammenziehen. Das ist x2 hoch 0,5 dividiert durch x1 hoch 0,5. Oder wir können auch schreiben Wurzel aus x2 dividiert durch x1. Habe das hier auf den Folien auch nochmal hingeschrieben. Und wenn wir dann wissen wollen, was ist denn das ganz konkret an der Stelle, an der wir uns momentan befinden, also die partielle Ableitung an der Stelle 2, 1, dann ist das 1/2 mal die Wurzel aus 1 dividiert durch 2 und muss ich dann in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen und komme dann auf einen Wert von ungefähr 0,354. Wie kann ich also diese partielle Ableitung interpretieren? Die gibt mir an, wie verändert sich der Funktionswert f, wenn sich mein x1 ein bisschen ändert. Ja, und wenn also x1 um eine marginale Einheit ansteigt, dann erwarte ich, dass der Funktionswert um ungefähr 0,354 marginale Einheiten ansteigt. Und diese Approximation wird umso besser funktionieren, je kleiner diese Veränderung in dem x1 ist. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Dann machen wir dasselbe Spiel für die partielle Ableitung nach x2. Da ist jetzt x1 hoch 0,5 wie eine Konstante, die bleibt einfach stehen. Und x2 hoch 0,5 leiten wir ab, bekommen wir auch 0,5 mal x2 hoch minus 0,5. Und das können wir dann wieder umschreiben als 1/2 mal die Wurzel aus, jetzt x1 durch x2. Und auch da können wir einsetzen, 1/2 mal die Wurzel aus 2 und das ist dann gerundet 0,707. Das heißt, wenn ich an der Stelle 2, 1 jetzt mein zweites Argument etwas verändere, um eine marginale Einheit, dann würde ich erwarten, dass sich mein Funktionswert um etwa 0,7 marginale Einheiten verändert. Und das können wir uns jetzt auch grafisch einmal eintragen und können das Ganze dann in diesem totalen Differential auch miteinander kombinieren. Das überspringe ich hier einmal kurz, komme dann gleich nochmal drauf zurück. Schauen wir uns das lieber zunächst nochmal grafisch an. An welcher Stelle waren wir? Wir waren an der Stelle x1 gleich 2 und x2 gleich 1. Ja, das ist hier immer ein bisschen blöd, in dieser perspektivischen Darstellung genau einzutragen. Also der Punkt wird irgendwo hier sein. Und an dem Punkt haben wir uns dann die Steigung in x1-Richtung und die Steigung in x2-Richtung ausgerechnet. In x1-Richtung hatten wir die Steigung von 0,35 in etwa und in x2-Richtung hatten wir die Steigung von 0,7. War also in dieser Richtung etwas steiler und in der Richtung etwas flacher. Und das hier war der Punkt 2, 1, an dem wir das Ganze ausgerechnet haben. Und diese beiden linearen Steigungen spannen uns jetzt also eine lineare Funktion auf, die wir hier durch diese graue Hyperebene oder Tangentialebene dargestellt haben. Und diese Funktion können wir jetzt g von x1 und x2 nennen. Das ist jetzt also eine lineare Funktion, die so aussieht, dass sie hier die Steigung 0,35 irgendwas mal x1 plus
0,707 war das, glaube ich, mal x2 plus noch irgendeine Konstante hat. Wir kennen also bisher nur die beiden Steigungen. Wenn wir dann noch die Konstante ausrechnen wollten, müssten wir da genauer einsetzen, um zu sehen, wo wir hier in diesem Nullpunkt genau umgehen. Das ist aber auch gar nicht das Entscheidende, was wir brauchen, um die Frage aus der Aufgabenstellung zu beantworten. Ich kann nämlich jetzt mir anschauen, wenn ich von diesem Punkt ein Stückchen hier nach rechts gehe, um eine Einheit eben, und dann um eine Einheit hier nach oben gehe, kann ich mir ausrechnen, wo komme ich denn auf dieser Hyperebene, wo komme ich dort an. Und natürlich könnte ich das auch in die andere Richtung gehen, könnte zuerst dieser einen Schritt nach da oben gehen und dann den Schritt hier rüber. Ich klicke mich also noch mal kurz zurück. Wir setzen also ein und sagen, wir erwarten eine Veränderung unseres Funktionswerts um 0,354 Einheiten für den Schritt, den wir eine Einheit nach rechts gehen auf der x1-Achse und eine Erhöhung um 0,707 für die eine Einheit, die wir raufgehen auf der x2-Achse. Und dann erwarten wir, dass sich der Funktionswert um ungefähr 1,06 Einheiten ändert. Und die exakte Veränderung war ja 1,03 irgendwas. Wir kommen also im Großen und Ganzen an der richtigen Stelle an. Klicke hier nochmal voran. Ja, also egal, worum ich da gehe, hier oben diese Approximation funktioniert sehr gut. Und das liegt daran, dass natürlich hier die Tangentialebene, diese lineare Funktion, sehr nahe an unserer Originalfunktion ist. Wären wir jetzt in diese Richtung hier nach links und dann nach oben eine Einheit gegangen, hätten wir hier eine deutlich höhere Abweichung gehabt. Also wie gut diese Approximation funktioniert, hängt so ein bisschen davon ab, wo wir uns genau befinden. Klar ist nur, je näher wir an unserem Ausgangspunkt sind, desto besser wird diese Approximation im Allgemeinen funktionieren. Um das jetzt noch etwas zu untermauern, wechsle ich hier nochmal in mein R und werde nochmal ein paar Varianten dieses Beispiels nachrechnen. Und damit ich da schneller bin, benutze ich eben hier R als Taschenrechner. Ich habe mir dafür mal drei Funktionen schon angelegt. F ist eine Funktion von x1 und x2 und das ist die Quadratwurzel, Square Root auf Englisch, von x1 mal x2. Und f1 bzw. f2 sind auch jeweils Funktionen von x1 und x2 und sind ein halb mal die Wurzel aus, entweder x2 durch x1 oder x1 durch x2, so wie wir das eben auf den Folien ausgerechnet haben. Und das, was wir dann uns angeschaut hatten, war die Differenz zwischen den Funktionswerten, wenn wir also 2 und 1 jeweils um eine Einheit erhöhen und wie verändert sich da der Funktionswert. Da komme ich halt einmal auf 2,499 und vorher war mein Ausgangswert etwa 1,414. Und diese Differenz hatte ich jetzt approximieren können, indem ich mir angeschaut habe die Ableitung nach x1 und die Ableitung nach x2 an dieser Stelle und habe jedes um eine Einheit erhöht. Und da sehen wir, das funktioniert ganz okay. Und wenn wir jetzt die Schritte aber noch etwas verringern, zum Beispiel auf 0,1 gehen, dann wird diese Approximation auch noch mal besser. Ja, dass wir dann die Abweichung sogar erst in der dritten Nachkommastelle haben. Ja, wenn ich also von beide Argumente um 0,1 Einheit erhöhe, erhöht sich auch der Funktionswert um etwa 0,1056 Einheiten und unser totales Differential würde sagen, es sind 0,106 Einheiten. Und wenn wir das nochmal kleiner machen auf 0,01 Einheit, dann würde auch die Approximation noch mal besser funktionieren. Dann würden wir also wirklich auf viele Nachkommastellen hin das gleiche Ergebnis bekommen. Und da müssen wir auch nicht die Funktionswerte, die Argumente genau gleich ändern. Wir können zum Beispiel auch sagen, wir erhöhen
das erste Argument um 0,5 Einheiten und senken das zweite um 0,2 Einheiten. Dann ändert sich der Funktionswert gar nicht. Das hebt sich genau gegeneinander raus, weil das Produkt von 2,5 mal 0,8 ist immer noch 2. Und deshalb kommt als Ergebnis immer noch die Wurzel aus 2 raus. Und schauen wir, ob das unser totales Differential auch so sieht. Wir erhöhen also x1 um 0,5 Einheiten und senken x2 um 0,2 Einheiten. Und da sehen wir, wir sind auch nah dran. Wir treffen den Punkt nicht ganz genau, aber es funktioniert ganz okay. Das heißt also, um exakt damit zu rechnen, ist es natürlich immer noch besser, die Originalfunktion f zu verwenden, aber in den Situationen, wo wir nur die Ableitung zur Verfügung haben, was in den Wirtschaftswissenschaften eben manchmal vorkommt, ist es gut zu wissen, dass wir immer noch approximativ auf dieselben Ergebnisse kommen. Wir halten das nur noch einmal kurz fest. Wie ist das totale Differential also definiert? Wir schreiben dafür df und gemeint ist also die partielle Ableitung nach x1 multipliziert mit der entsprechenden marginalen Veränderung plus die partielle Ableitung nach x2 multipliziert mit der entsprechenden marginalen Veränderung. Das eben aufaddiert. Kurz können wir auch schreiben f' mal dx. Wobei f' eben der Zeilenvektor der partiellen Ableitung ist und dx dann der Vektor der marginalen Veränderung. Und das ist dann fast wie im Eindimensionalen, wo wir sagen können, Steigung mal Veränderung. Und dieses totale Differential df ist dann eine Approximation der exakten Veränderung Delta f und funktioniert umso besser, je kleiner wir diese marginalen Schritte dx1 und dx2 machen.